ich bin unglaublich dankbar, dass ich jemanden, dass ich so Personen an meiner Seite hatte, die mir irgendwie so Sachen beigebracht haben, mir den Weg gezeigt haben. Ich habe natürlich auch Leute gehabt, die haben mir Sachen beigebracht und ich habe dann später erst gemerkt, ja, okay, ist kompletter Müll, so, ist Unsinn oder ist zu klein gedacht. Habe ich ganz oft gehabt, oh mein Gott. Keine Ahnung, wie geht man richtig mit einem Tesbih um, mit einer Gebetskette? Wie macht man das richtig? Ich saß nach dem Gebet mit Freunden auf dem Boden und mach mit der Gebetskette so. Und dann hat ein Kumpel mir gesagt, Fiete, warte mal ganz kurz. Ich zeig dir mal, wie das richtig geht. So, da war ich, glaube ich, vielleicht, keine Ahnung, noch nicht lange Muslim auf jeden Fall. Und dann nimmt er so die Gebetskette und macht einfach nur so eine Bewegung. Also, es war schon anders, aber ich dachte mir so, hä? Ist doch vollkommen egal, ob ich die jetzt gerade so halte und es nicht mal einen Ring ergibt, sondern einfach nur ein langer Faden ist und ich die ganze Zeit so mache und dabei den Namen Gottes sage oder sonst was. Ist doch vollkommen egal. Ich könnte doch alle Murmeln in der Schale abzählen oder alle Tischbeine hier im Raum. Ist doch vollkommen egal. Und du zeigst mir jetzt gerade, ich muss so machen, anstatt von so. Solche Geschichten, verstehst du? Dazu kommt auch noch, dass es die Gebetskette zu Zeiten des Propheten gar nicht gab. Also so, okay, was willst du mir erzählen? Und so eine Sache musst du erst eben rausfinden. Das wusste ich am Anfang nicht. Woher soll ich es auch wissen? Aber dann irgendwann kriegt man sowas mit, dass es gar nicht ankommt auf solche Kleinigkeiten. So, es kommt nicht immer darauf an, auf die Sachen, die du siehst, sondern die vielleicht dahinter versteckt sind. Ich brauche Leute, die mir den Spiegel vorhalten und mir nicht den Spiegel im Gesicht kaputt schlagen. So. Verstehst du? Es gibt solche Leute. Die versuchen dir den Spiegel vorzuhalten und zu zeigen, ey, guck mal jetzt nochmal da rein und versuch's nochmal neu zu sehen. Und es gibt Leute, die nehmen den Spiegel und klatschen dir ins Gesicht. Und du kannst gar nicht dich dann mehr auf das Bild, was da gerade im Spiegel war, konzentrieren, weil es schon kaputt gemacht wurde. Es wurde einfach schon zerstört. Und jetzt auf einmal, okay, danke für den Hinweis, aber was soll ich damit noch anfangen gerade? So. Und ich habe mich ganz oft abgeschreckt gefühlt von solchen Leuten. Und leider habe ich dann auch da Begegnungen gehabt, die mich dann ein bisschen von der Religion entfernt haben. Keine Ahnung, Moscheebesuche, in denen ich Muslime kennengelernt habe und danach bin ich nie wieder in diese Moschee gegangen. So. Obwohl dort auch coole Predigten gehalten wurden und ich auch dort nette Leute kennengelernt habe, aber nein, es gibt dann immer so kleine Konfrontationen, wo ich mir denke, ey, was soll das? Es gibt zum Beispiel diese schöne Geschichte von den Enkeln des Propheten, wo ein Mann die Gebetswaschung falsch ausführt. So. Und was machen Hassan und Hussein? Sie machen sich gegenseitig die Gebetswaschung vor und fragen sich gegenseitig. Also, ey, wie war das nochmal? Ah ja, zuerst kommt das, ne? Ja, ja, und dann musst du das und das machen. Und dann musst du so und so machen. Und der Mann war in der Mitte und hat das einfach nur angehört. Und während die beiden sich darüber unterhalten haben, ist ihm aufgefallen, ha, ich mach gerade was falsch. Also besser einen Spiegel positionieren kannst du ja gar nicht. Und auf einmal bin ich in der Moschee und stehe nicht so da mit den Händen, sondern mit den Händen unterm Bauchnabel. Und dann kommt auf einmal einer an und sagt mir, hä, wie stehst du da? Das kannst du nicht machen. Hände unterm Bauchnabel, was soll das? Nee, ist nicht richtig. Du musst die hier halten. Auf einmal kommt ein anderer, mischt sich ein und sagt, hä, nein, du musst die Hände so halten. Tada, die Rechtsschulen sind mir begegnet. So, auf einmal hat sich herausgestellt, Muslime haben unterschiedliche Ansichten und das ist vollkommen okay. Aber dieses vollkommen okay war bei mir nicht angekommen. Es gibt ganz viele verschiedene Auffassungen, Sichtweisen und Interpretationen. Und da muss einfach jeder seinen Weg irgendwie finden. Jeder muss sich für irgendwas da entscheiden und rausfinden, was das Beste. Aber wenn du da einfach nur was so vorgeprescht bekommst, dann stößt man bei mir auf jeden Fall auf Granit. Geht nicht. So. Und die Leute, die ich eben kennenlernte, die waren so lieb, mir zuzuhören und mir dann Hinweise zu geben und mir nicht zu kommen mit, das ist falsch, das ist verboten. Das ist Haram, ist sowieso immer das Beste. Da ist es immer der beste Lehrer. Oh, danke. Das ist Haram, ja, toll. Es hilft mir nicht weiter, eine Sache zu verstehen, nur wenn man mir sagt, dass sie verboten ist. Und das war genau das, was ich gebraucht habe. Nicht einfach nur, etwas ist verboten, sondern warum ist es denn verboten? Warum sagt man denn, das ist nicht gut? Warum das? Warum das? Das hat mir dann auch die Möglichkeit gegeben, das meinen Eltern wieder zu erklären. Was glaubt ihr, was ich für einen Konflikt mit meinen Eltern gehabt hätte, wenn die mich fragen, hä, warum trinkst du jetzt keinen Alkohol mehr? Ja, Mama, weil es verboten ist. Da ist doch jeder Konflikt schon vorprogrammiert. So, und ich kann mir vorstellen, dass es bei vielen Familien so gekommen ist, dass dann auf einmal die Söhne oder Töchter einfach nur wiedergegeben haben, was sie gerade gehört haben. Wie zum Beispiel, das ist verboten, das darf man nicht, das soll man nicht.
das soll man nicht, ist auch immer das Beste. Das ist sowieso das Schlechteste, was man machen kann. Was sollen die Leute denken? Ja, ganz schlimm. Und da war es dann einfach auch für mich hilfreich, meinen Eltern sagen zu können, ey, das ist verboten, weil das und das und das und das. Das war immer sehr gut. Ja. Das war der dritte und letzte Teil von Fiete Konversion. Danke für eure positiven Nachrichten. Schreibt mir gerne weiterhin eure Fragen bei Instagram. Ich werde versuchen, darauf zu antworten. Hier geht es zu den letzten beiden Teilen, zu den ersten beiden Teilen. Da unten zur Funkwelt und Abo. Abo, ne, für alle, die noch nicht